Ich hatte bei einem sehr guten Cellist, einem genialen Lehrer, Unterricht. Und der hat zu mir gesagt, du spielst schön und dein Ton ist schön bis Mitte vorne. Und danach ist was Hartes drin, was mir nicht gefällt. Und wir haben zweimal in einer Woche 3 Stunden miteinander gearbeitet. Und beim zweiten Mal haben wir es rausgekriegt. Und eigentlich, was wir gemacht haben mit zwei Hornen zurückgebogen, ist nur das. Okay, interessant. Nach dem Unterricht mit dem Cellist bin ich am anderen Montag zum Dienst für eine Aufnahme mit Herrn Wand, zweite Bruckner Symphonie, und habe so gespielt. 3/4 meiner Kollegen haben gefragt, hast du ein neues Instrument? Und ich bin nur von hier bis hier gegangen. Seitdem habe ich alle Instrumente dann enger, so dass ich hier gut halten kann und dass die Hände in etwa auf der gleichen Höhe sind, ausgeglichen. So dass mein Oberkörper auch, bevor ich dieses System hatte, so dass der Oberkörper einfach beidseitig in etwa gleich belastet worden ist. Okay, gut, pass auf, der fliegt diesmal. So. Wie ist das Gefühl? Wo spürst du? Was passiert mit dir? Ja. Sie geht direkt runter. Sie geht direkt runter. Jetzt, please be careful. So, auf die Füße bleiben, wie gerade eben. Ne? Beim ersten Mal geht es direkt in die Füße und auf den Boden weg. Und beim zweiten Mal bleibt es im Körper und drückt einen weg. Also wird nicht ja, du kannst weg. Nicht auf die Füße bleiben, ne? Ist ausgeschlossen. So. Und ich habe das überall, in Japan, in Australien, in Südafrika, überall in Europa, Osteuropa auch, überall, wo es Menschen gibt, die ich auf die Füße bringe, die parallel sind und die Beine fallen einfach so von der Hüfte hier gerade runter. Keine habe ich von den Beinen, von den Füßen holen können. Keine. Von dieser Größe bis zu hier. Und alle. Egal wie stark, wie jung, wie was weiß ich, egal, wenn sie von dieser Position abweichen, können auch in diese Richtung gehen und das Gleiche passiert, dann fliegt er. Und von hier, dieses kleine bisschen, und es braucht eigentlich nur 1 Grad zu sein, beide Füße, und da ist schon die Stabilität weg, bricht weg. Ich habe für 25 Jahre etwa das Ottmar Schöck Konzert live gespielt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich das Stück toll finde. Es ist sehr anspruchsvoll, es ist schwer, es ist anstrengend. Viel Technik, was weiß ich, aber es ist ein schönes Stück. Und ich habe mich richtig ins Zeug gelegt. Ich war physisch, mental absolut topfit. Bin rausgegangen und ich habe diese Aufführung verhauen. Einfach zu viel gekiekst. Es war, und durch die Kiekserei dann so eine Unsicherheit, wo man dann so in den Defensive geht und nicht mehr einfach so die Musik raushaut und frei von der Leber weg, ne? Sondern, oh, scheiße, jetzt muss ich aufpassen. 2 Tage später habe ich eins von diesen langen Bürsten genommen und durch mein Mundrohr. Ich spare euch die ekelhaften, genauen Details, aber die waren sehr ekelhaft. Und das ist auch so ein Erlebnis dann in meinem Berufsleben, meine Berufskarriere, den hätte ich vermeiden können. Ich hätte einfach meinen Horn sauber halten können. Und dann wäre ich auf die Bühne gegangen mit der Vorbereitung, die ich drauf hatte, wie ich mental drauf wäre, wäre das ein unglaublich toller Erfolgserlebnis gewesen, auf den ich aufbauen konnte für weiter. So war es Blei in dem Scheiße, ich habe versagt in dem Moment, gegen den man in Zukunft psychisch, mental kämpfen muss. Das ist Energieverlust. Wir haben alle ein Selbstbild und dieses Selbstbild ist wie ein Thermostat, wie ein Raumthermostat, und es bestimmt, wie gut oder schlecht wir Horn spielen können, wie gut oder schlecht
wir laufen können, Auto fahren können, in Beziehung sein können. Unser Selbstbild ist aus sehr vielen verschiedenen Mosaiksteinen. Und manchmal, Menschen wie ich, starke Wille, ich will irgendetwas und in meinem Unterbewusstsein ist aber, du verdienst es nicht. Du bist es nicht wert. So aus der Kindheit, was weiß ich. Jeder hat irgendwo sowas in sich. Und wenn man da auch mit der Wille immer wieder, dann ist das eine unheimliche verlustreiche Energie, verlustreiche Kampf dann, das man führt. Und irgendwann mal ist der Tank leer. Deswegen finde ich es auch gut, sich selber kennenzulernen. Es lohnt sich, finde ich, weil man gewinnt unglaublich an Lebensqualität. In Beziehung zum Partner, in Beziehung zu Kollegen, zu den eigenen Kindern, aber auch in so einer Situation hier. Die Beziehungen haben eine völlig andere Qualität, wenn dieser innere Kampf auch so. Ich finde im Leben aber, richtig im Leben, egal in welchem Bereich, ganz interessant ist, nach Prinzipien zu suchen und dann für sich die anzuwenden mit den Mitteln, die man selber hat. Damit hört alles Vergleichen auf mit anderen. Und man kann dann den Vergleich mit sich, was wirklich viel bringt. Bin ich heute besser, als ich gestern war? Kann ich dies besser als letzten Monat? Oder habe ich über die letzten 2 Jahre eine Entwicklung auf irgendeine Art und Weise? Aber der Vergleich mit anderen ist völlig überflüssig, weil wir alles so unterschiedlich sind. Total. Ja. Und das ist gut so. Ja, finde ich. Toll. Ja.